als ob einer schon antwortet. Wow, wir haben einer hat schon geantwortet. Ja, salam, meine Freunde, was geht? Das ist Yasin. Das ist Corin. Und zusammen sind wir The Burl Bros. Heute in einer anderen Location, wie ihr seht. Etwas privater. Und heute werden Fußballspieler angeschrieben, und zwar in der dritten Liga Edition. Was kann ich darunter vorstellen? Wir schreiben Leute an aus der dritten Bundesliga. Auf Instagram natürlich. Genau, und wir sind gespannt, wie das ankommt auf jeden Fall und ob wir da Antworten kriegen. Wir werden es sofort jetzt herausfinden. Also falls wir nach 48 Stunden keine Antworten haben, werden wir es in der nächsten Folge von Fußballer auf Instagram anschreiben, einblenden. Ansonsten, genau, folgt uns auf Instagram, dort werden wir auch ein bisschen was leaken lernen, falls was kommt. Der Content lohnt sich. Und genau, wir fangen mal an. Auf geht's! Ja, auf jeden Fall schreibe ich jetzt den ersten an, und zwar vom VfB Lübeck, den Marvin Thiel. Und zwar werde ich dem jetzt hier folgende schreiben. Hi Marvin. Hoffe, es geht dir gut. Ich wollte mal fragen, wie ihr beim VfB während des ersten Lockdowns so trainiert habt. Habt ihr von euren Athletiktrainern Programme bekommen? Yes. Oh. Flex, Junge. Flex, Nero. Nicht lange darum, eine Antwort zu kriegen. Ich habe einfach eingefragt, wie seine Fotos so perfekt und professionell bearbeitet wurden. Mhm. Hauptsache, ich krieg ein. Ich spiele bei Lautern, die machen die Welt. Oh, Sickinger, weißt du, Mann? Das mit den FGU-Jungs-Sticker. Grüße geht raus von Julian und Julius. Von mir auch, alles Gute. Bei der Matt Durrance von 1860. In seinem Profil steht, dass er Kanadier ist, aber der Kicker schreibt, dass er aus England ist. Und das ist die Frage jetzt, woher kommt. Ja, können wir rausfinden. Was tippst du jetzt so? Hau mal raus. Ich schreibe jetzt hier noch mit meinem Bro, Terence Boyd. Oder letzte Leute, so schnell geht es. Verlasst euch niemand, niemals auf euren besten Freund. Nein, Spaß. Grüße ihn raus. An Corin. Jo, Terence, was war das für ein Gefühl, das erste Mal für die Nationalmannschaft der USA aufzulaufen? Interessant, ey, ihr tippt aber auch wieder. Beste Grüße, Corin. Auf jeden Fall schreibe ich jetzt noch Kiprit an, Ex-Hertaner, der jetzt beim KFC Uerdingen gerade spielt. Und dem werde ich jetzt mal schreiben, ob er Lust hat auf eine Fußball-Challenge mit Burn Bros, ne? Wenn das nächste Mal wieder in Berlin ist. Was wollt ihr? Wen sollen wir als nächstes anschreiben? Als ob einer schon antwortet. Wow, wir haben einer hat schon geantwortet. Wir haben eine Antwort bekommen. Jawohl, jawohl. Erstmal die Nachricht, genau, was hast du geschrieben? Also ich habe geschrieben, hey, du bist ja ein etablierter Profi in der dritten Liga. Wie schwer war der Weg und wie viele Steine musst du aus dem Weg räumen? Liebe Grüße, Smiley. Ah, Steingriffen. Die war schön. Also, auf jeden Fall hat er mir geantwortet. Ihr seht es ja hier eingeblendet gleich. Zack. Hallo Yasin, hab bis 21 in der Oberliga gespielt. Der Weg war steinig. Ich habe ein neues Ziel, da ich selber bei Tennis Borussia in der Landesliga spiele. Ich werde die dritte Liga auch eines Tages angreifen und eines Tages ist in naher Zukunft. Auf jeden Fall korrekt. Mega korrekter Dude. Mockenhaupt, wa? Ja. Wer ist denn vorne? Gucken wir mal. Sascha. Sascha Mockenhaupt, vielen Dank für deine Antwort. Grüße gehen mega raus. Sache. Auf jeden Fall geil. Auch nur Menschen. Menschen wie du und ich. Ja, die müssen auch manchmal aufs Klo. Ich habe auch eine Antwort bekommen. Von ja? Terence C. Boyd. Oh, Digga! Und er ist einfach stolz. Stolz, einfach stolz. Geile Antwort. Also, ich habe ihm geschrieben, wie es für ihn war, was für eine Bedeutung es war. Seht ihr jetzt auch eingeblendet. Das erste Mal für die USA aufzulaufen. Und er schreibt stolz, einfach stolz. Ehrenmann, Grüße gehen raus. Terence Boyd. Berliner Junge, oder? Berliner Junge? Ja. Berliner Junge. Ja, geiler Typ. Sehr geiler Typ. Falls euch die Video-Idee gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Ist natürlich nicht von uns neu entwickelt, haben schon andere YouTuber gemacht, ganz wichtig zu sagen an der Stelle. Und mega cool, dass ein paar Spieler geantwortet haben. Grüße gehen an diejenigen auf jeden Fall nochmal raus. Richtig geile Sache, vielen Dank euch nochmal an der Stelle. Also, lasst einen Daumen nach oben da.
Lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da. Abonniert den Kanal kostenlos und aktiviert die Glocke, denn ihr wisst Bescheid, alle männlichen Zuschauer stehen auf Glocken. Also, haut auf die Glocke, haut auf den Channel. Auf Instagram.